Herrin Frei, ich freue mich, Sie hier in meinem Büro bei Klett begrüßen zu dürfen. Sie sind extra aus Zürich gekommen. Sie betreiben ein Nachhilfeportal im Internet. Wer ist Ihre Zielgruppe? Genau, besten Dank für die Einladung zuerst. Wie Sie gesagt haben, wir betreiben das Portal www.nachhilfeportal.de. Und unsere Zielgruppe, unser Portal richtet sich an Eltern, spezifisch Mütter und Väter, die qualifizierte, gut ausgebildete Nachhilfelehrer für ihr Kind suchen. Am besten abends, wenn das Kind sagt, ich muss morgen was über den Pythagoras wissen. Wie geht das? Genau, also wir sind, wenn Eltern an die Grenzen kommen, bei schulischen Problemen, da schaffen wir Abhilfe, da helfen wir gerne weiter mit kompetenten Nachhilfelehrern. Wie funktioniert Ihr Nachhilfeportal? Genau, es ist eigentlich ganz einfach. Wir haben drei Säulen und ich als Eltern kann bei uns spezifisch Nachhilfelehrer suchen für spezifische Fächer. Das heißt, die erste Säule ist die Präsenznachhilfe. Das heißt, ich suche einen Lehrer aus meiner Region, gebe die Postleitzahl auf unserem Nachhilfeportal ein, gebe das Fach ein, gebe die Schulstufe ein und bekomme dann eine Liste von kompetenten Nachhilfelehrern, kann die dann aussuchen. Das zweite ist die Online-Nachhilfe. Da kann ich in unser virtuelles Klassenzimmer reingehen und kann dort als Schüler einen Lehrer buchen und habe dann Nachhilfe direkt im Browser drin, also auf dem Computer. Und das dritte sind, wir verkaufen und vertreiben Klett-Lernhilfen, Abiturprüfungsvorbereitungen, einfach alles für das Selbststudium dann. Prima. Wie finden Sie Ihre Nachhilfelehrer? Genau, also wir haben eine große Bandbreite von Nachhilfelehrern. Viele Studenten, viele Lehrer, die nebenbei etwas verdienen noch. Wir haben hier vom Gymnasiasten bis zum Doktoranden haben wir auch Professoren. Wir haben seit neuestem jetzt einen Professor auf unserer Plattform. Wir haben wirklich die ganze Bandbreite. Wir finden die hauptsächlich an Universitäten und an Schulen. Sie haben vorhin die Online-Nachhilfe erwähnt. Ich glaube, das ist ja ein richtiges Alleinstellungsmerkmal Ihres Portals. Schüler und Lehrer treffen sich im Internet. Wie funktioniert das genau? Genau, also es ist wirklich ein revolutionäres System, das es so noch nicht gab. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Viele Leute kennen Skype, wo man kostenlos telefonieren kann. Mit Video, nicht? Genau, mit Video. Was wir machen, ist etwas ganz Ähnliches. Also wir haben ein virtuelles Klassenzimmer, das ich im Browser, also Internet Explorer oder Mozilla, öffnen kann. Und dann habe ich da das virtuelle Klassenzimmer, wo ich eine Kamera habe, wo ich den Lehrer sehe, wo ich den Schüler sehe und habe ein Whiteboard, also eine virtuelle Wandtafel, wo ich Drag and Drop einfach PDFs reinziehen kann, also Aufgaben, und kann die dann direkt bearbeiten. Das Fantastische ist dann, also der Lehrer kann in Hamburg sitzen, der Schüler in München, und man kann noch spät nachts vor der Prüfung, also ich habe morgen eine Prüfung, Matheprüfung, kommen wir wieder auf das Pythagoras-Beispiel zurück, kapiere das nicht, meine Eltern wissen auch nicht, wie es geht, kann kurz auf unser Portal gehen, sehe, da ist noch ein Lehrer online, kann den buchen, der gibt mir dann um 10 Uhr nachts, sagt er mir noch kurz, wie das Pythagoras-Problem zu lösen ist. Und, das ist das Fantastische, es wird noch aufgenommen. Das heißt, ich kann das immer und immer wieder anschauen. Das ist auch ein Hinweis für die Schüler, dass sie mal lernen, was Wiederholung bedeutet, nicht? Absolut, weil das ist eines unserer großen Credos, ist Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Wir sagen auch bei den Lerntipps für unsere Lehrer, man soll eigentlich die Fächer bzw. den Stoff, den man in der Schule hat, einfach so oft wie möglich repetieren, weil das gibt dann die guten Noten, weil die Prüfungen kommen aus dem Unterricht heraus, Unterrichtsmaterial, und genau so ist es. Also ich kann dann die Sachen immer wieder anschauen. Dies hat aber auch den ganz großen Vorteil für Eltern. Das heißt, wenn ich diese Stunde aufgenommen habe, die Online-Nachhilfestunde, bekomme ich via unser Portal, können dann die Eltern da drauf gehen, klicken auf den Link und können dann ganz genau schauen, was haben die Schüler gemacht mit dem Nachhilfelehrer, und können dann so auch verstehen, was gemacht wurde. Ja, für welche Fächer finden Schüler oder Eltern Hilfe bei Ihnen auf dem Nachhilfeportal? Das ist das Geniale an unserem Portal. Wir bieten halt das an, was Leute unterrichten können. Das heißt, wir sind nicht reduziert wie ein Nachhilfeinstitut auf wenige Fächer, sondern wir bieten wirklich die ganze Bandbreite an. In erster Linie gibt es natürlich, in Mathematik ist das Nummer 1 Thema bei Nachhilfe. Mathematik und Deutsch und Englisch noch. Ich hoffe ja, Französisch auch ein bisschen. Französisch wird auch
aber die klare Nummer eins ist Mathematik und dann kommen die vier klassischen Fächer Deutsch, Französisch und Englisch. Aber das Geniale ist, wir bieten auf unserer Plattform auch Russisch, Griechisch, wir bieten Nachhilfe in Latein, wir haben auch für Finanzmathematik, Rechnungswesen. Das heißt, Leute können sagen, okay, ich bewerbe mich, ich stelle da mein Profil hoch, ich kann das unterrichten und dann können Eltern entscheiden, ob sie das nehmen wollen oder nicht. Machen Sie auch ein bisschen Werbung bei Schülern. Ich habe damals in der Schule Latein als Nachhilfe gegeben und das war meine beste Vorbereitung für meine Lateinklassenarbeiten. Genau, ich denke, das ist das gleiche Prinzip wie beim Spick. Also wenn man sich selber das Ganze beibringt, dann hilft das natürlich einem, das noch besser zu verstehen. In erster Linie wollen wir natürlich den Schülern helfen und nicht den Lehrern. Aber wenn natürlich ein Lehrer das immer wieder repetiert, hilft das indirekt natürlich dem Schüler auch, weil er es dann wirklich kapiert hat. Wie werden die Leistungen der Nachhilfelehrer überprüft und somit auch die Leistungen der Schüler? Wie geht das? Genau. Also wir haben hier ein mehrstufiges Qualitätsprogramm. In erster Linie geht es darum, wir haben eigentlich einen Marktplatz, wo wir Schüler und Lehrer, wo sie sich treffen, beziehungsweise Eltern, Lehrer buchen können. Die Idee dahinter ist eigentlich folgendermaßen. Ich habe einen Unterricht gemacht, ob das jetzt Online- oder Präsenznachhilfe war. Ich als Lehrer fülle dann einen ausgeklügelten Fortschrittsreport aus, wo dann drin steht, kam der Schüler pünktlich, hat er sich vorbereitet, wo hat er Schwächen, was müssen wir verbessern, was haben wir im Unterricht gemacht. Es ist wirklich ein sehr ausführlicher Fortschrittsbericht. Wenn der Lehrer diesen Fortschrittsbericht ausgefüllt hat, schickt er den ab. Das heißt, die Eltern bekommen dann den Rapport, sehen dann, was wurde gemacht im Unterricht und können dann die Schüler den Lehrer bewerten. Das heißt, es ist ein doppelte Bewertungsfunktion, wie bei eBay, wo man zum Beispiel auch, wenn man etwas gekauft hat, danach bewerten kann. Oder bei Restaurant-Guides im Internet, wo man dann wirklich sieht, das ist ein Qualitätslehrer, der ist super. Wir beurteilen den einerseits auch. Wir haben von den geprüften Nachhilfelehrern haben wir den Personalausweis und wir haben die Zeugnisse. Dann zusätzlich kommen halt die Qualitätskriterien von der Bewertung. Und als drittes nehmen wir auch den Online-Unterricht auf, wo wir dann sehen, okay, dieser Lehrer war wirklich gut und werden das dann auch mehr und mehr ausbauen, dass wir hier halt wirklich hochqualifizierte Lehrer haben. Prima. Und diese Bewertung kann man bei der Suche nach einem Lehrer, kann man solche Bewertungen auch sehen? Genau. Man kann auch nach diesen Bewertungen suchen. Also man kann zum Beispiel nur nach geprüften Lehrern suchen. Das Fantastische ist, auf unserem Portal, was wir gesehen haben, dass viele sagen, okay, ich suche eigentlich eine weibliche Nachhilfelehrerin. Und dann kann man wirklich nach Kriterien, nach Alter, nach Geschlecht, nach Region, nach Fach, nach Qualifikation kann man bei uns suchen, auch nach Bildungsgrad. Das heißt, ich kann mir meinen spezifischen Nachhilfelehrer suchen und bin nicht wie bei einem Nachhilfeinstitut, wo mir dann halt einfach ein Lehrer zugeteilt wird. Also wir machen hier eine Demokratisierung vom Bildungssystem. Ja, prima. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Klett? Wie kamen Sie mit Ihrem Unternehmen zur Klett-Gruppe? Genau, also es ist wirklich eine fantastische Zusammenarbeit, weil hier natürlich im Bildungsbereich Klett die Nummer eins ist. Die Qualität von Klett strahlt natürlich auch auf uns ab. Alle unsere Produkte und alle unsere Lernvorbereitungen, Lernhilfen sind von Klett oder von Klett-Töchtern und das spricht für sich. Die Zusammenarbeit kam eigentlich so zustande, wir haben in der Schweiz angefangen und dann wurden wir angefragt, ob wir das nicht auch für Deutsche machen wollen, weil da ein Markt, ein großer Nachhilfemarkt ist und wir haben hier wirklich eine fantastische Kooperation, die beiden Seiten sehr viel Spaß macht, weil wir als junges Unternehmen im etablierten Großunternehmen uns wirklich beides haben können. Wir können selber uns umsetzen, das was wir wollen, also wir werden hier nicht kontrolliert, aber auf der anderen Seite können wir halt von viel Know-how profitieren und vom Qualitätsnamen Klett, das ist ganz klar. Sagen Sie noch was zu den Preisen. Wenn ich als Eltern, als Vater oder Mutter Nachhilfe bei Ihnen buche, was wird das kosten? Genau, also ist folgendermaßen aufgebaut. Ich kann einen Nachhilfelehrer kostenlos suchen. Ich suche einen Nachhilfelehrer und finde dann einen, schreibe den an, ob er Zeit, Lust und die Qualifizierung hat. Wenn der dann sagt, ja, mache ich, kann ich den Nachhilfelehrer buchen. Das geschieht folgendermaßen, ich löse bei uns ein Abonnement.
Wir haben drei Stufen von Abonnement. Wir haben 2 Wochen, 2 Monats und Jahresabonnement. Wenn ich so ein Abonnement habe, dann habe ich Zugang zu Fortschrittsreports. Ich habe Zugang zum Archiv von meinen Videos. Ich habe Zugang zu kostenlosen Downloads. Ich habe ein Guthaben, wo ich Nachhilfelehrer buchen kann online. Und kann durch das, kann ich da, dieses Abonnement kann ich dann Lehrer buchen. Das Kleinste geht nur 2 Wochen, das ist mehr zu verstehen als Vermittlungsgebühr. Ich habe einen Lehrer gefunden, will eigentlich gar nichts mehr mit dem Portal zu tun haben, habe meinen Lehrer, dann findet der Unterricht zwischen dem Lehrer und dem Schüler direkt statt, wir haben nichts mehr damit zu tun. Das ist gut für die Online-Komponente, nicht? Genau, für die Online-Komponente lohnt es sich dann ein längeres Abo zu haben und dann kann ich dann einfach Geld wieder hochladen auf mein Portal und kann dann so die Lehrer direkt bezahlen online. Mhm. Wir haben hier, vielleicht ist noch zu sagen, unsere Lehrer haben hier eine Bandbreite. Wir geben den Lehrern nicht vor, wie viel sie pro Stunde haben müssen, sondern die sagen selber, ich habe diese Qualifikation. Das heißt, wir haben Gymnasiasten, die kosten 7 Euro die Stunde, aber wir haben Studenten, die im Schnitt so 15 Euro bis 20 Euro kosten. Wir haben aber auch Professoren auf unserem Portal, die dann halt 40, 50 Euro kosten. Also ich kann mir wirklich individuell zusammenstellen, was für ein Nachhilfelehrer mit welcher Qualifikation will ich für mein Kind. Wie viele angemeldete Lehrer gibt es mittlerweile auf Ihrem Portal? Also wir haben jetzt, sind wir seit 2 Monaten online und haben ein unglaubliches Wachstum. Also wir sind jetzt zwischenzeitlich bei rund knapp 1600 Lehrer. Wir haben hier jetzt die großen Ballungsgebiete abgedeckt, also die großen Städte in Deutschland und gehen jetzt immer mehr auch in die Peripherie raus. Und es wirklich, also wir schätzen, dass wir bis Ende Jahr bis zu 5000 Lehrer haben werden. Dann werden wir uns widersprechen. Sehr gerne und ich freue mich dann auf die Einladung. Ja, vielen Dank, Herr Frey, für das Gespräch. Besten Dank, habe mich sehr gefreut.